Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Freibergers Küchenbasics. Wir machen heute wieder einen Klassiker, Quiche Lorraine. Dann legen wir mal gleich los. Auch hier bei dem Klassiker brauchen wir wieder relativ wenige Zutaten. Die gehen wir jetzt erstmal zusammen durch. Zunächst mal für den Teig brauchen wir Mehl, Butter, ein Ei und noch Salz. Das war es auch schon, was in den Teig reinkommt. Für den Inhalt brauchen wir dann noch mehr Eier, Sahne, Speck, Zwiebel und Lauch. Bevor wir uns an den Inhalt machen, müssen wir uns erstmal um das Mehl kümmern. Wir brauchen etwa 250 Gramm Mehl. Da geben wir ein Ei rein. Unsere eiskalte Butter, die hobeln wir jetzt hier rein. Bei den 250 Gramm Mehl braucht ihr 160 Gramm Butter und ein Ei. So, das Ganze müssen wir jetzt noch ein bisschen salzen. Und jetzt zügig zum Teig kneten. Wenn ihr euren Teig schön homogen geknetet habt, kommt er gleich abgedeckt in die Kühlung, dass die Oberfläche nicht abtrocknet. Ihr braucht etwa 15 bis 30 Minuten, damit er schön runterkühlt und auch die gewünschte Konsistenz danach hat. Für das Innere, das eigentlich aus, sag ich mal, zwei Hauptzutaten besteht, das ist zum einen viele Eier und Sahne, ja, was üblich eigentlich bei einer Quiche ist. Und bei der Quiche Lorraine kommen noch Lauch, Zwiebeln, bei uns jetzt rote Zwiebeln und Speck mit rein. Als nächstes brauchen wir die vier Eier. Da kommen noch etwa 150 Milliliter Sahne dazu. Und dann wird das Ganze vermischt. Schmecken das Ganze mit Salz und Pfeffer ab und heben jetzt auch gleich unsere restlichen Zutaten drunter und vermischen alles schön miteinander. Unser Teig kommt aus dem Kühlschrank. Jetzt müssen wir unsere Arbeitsfläche ein bisschen bemehlen. Und dann wird der jetzt schön ausgerollt. Das Ganze schaut jetzt ein bisschen flüssig aus und schaut auch so aus, als ob es ein bisschen zu wenig ist. Aber da braucht ihr euch keine Gedanken machen, weil wir haben ja sehr viel Eier jetzt da drinnen. Und wenn wir das jetzt dann reingeben, geht es zum einen auf. Ihr wisst ja, wie Eier sich verhalten. Die dehnen sich sehr stark aus. Und die stocken dann auch. Und dann ist das Ganze nicht mehr flüssig, sondern eine schön lockere Ei-Sahne-Masse, die dann auch schön angebräunt richtig lecker ausschaut. So, so schaut es gut aus. Unsere Quiche gehen wir jetzt bei etwa 180 Grad in den Ofen oder bei indirekter Hitze in den Grill. So kommt es rein. Im Grill müsst ihr schauen, also im Ofen macht ihr das bei Umluft. Im Grill müsst ihr einfach schauen, dass ihr sie vielleicht einmal um 180 Grad dreht nach der ersten Hälfte der Garzeit. Wir müssen das Ganze jetzt ungefähr zwischen 25 und 30 Minuten, je nachdem, wie kalt eure Zutaten sind, wie heiß eure Umgebungstemperatur ist, in dem Grill lassen. Also das heißt, nach 10, 15 Minuten sollte man das Ganze einfach mal umdrehen im Grill. Bei Umluft im Ofen braucht ihr das nicht machen, aber beim Grill, damit es schön gleichmäßig bräunt von oben, drehen wir es dann einfach mal um 180 Grad. Die Quiche Lorraine ist ein einfaches Gericht, ihr habt es gesehen. Schön mal Abend zum Wein dazu. Passt sehr gut, jetzt auch für diese lauen Sommernächte, aber jetzt müssen wir natürlich auch noch mal probieren. Ist schön durch. Sehr gut. Für meinen Geschmack vielleicht noch ein bisschen mehr Speck.
Aber ansonsten tipptopp. Hat es euch gefallen? Schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus!